Ich wünsche einen schönen guten Abend. Wir fangen an, wie in jedem Jahr, ohne Groß-Tamtam und ohne Showtreppe. Das ist ein kleiner Preis, immer noch. Ich darf Sie begrüßen zum 6. Reportagepreis für junge Journalistinnen und Journalisten, den wir in diesem Jahr wieder dank der Heinrich-Böll-Stiftung verleihen können und dank dem Medienpartner, dem Spiegel. Wer ist wir? Das Netzwerk jungejournalisten.de ist ein loser Zusammenschluss von jungen Journalistinnen und Journalisten, parteipolitisch unabhängig und an keine Organisation gebunden. Was erwartet euch heute Abend? Vor allem drei tolle Reportagen und die Autorinnen und Autoren. Außerdem sind die Juroren heute Abend hier. Ich sehe sie hier schon aufgereiht. Anne-Kathrin Gerstlauer ist da von Zeit Campus Online, Annette Mennel von der Böll-Stiftung, Benjamin Piel von der Elbe-Jezel-Zeitung, der den Preis 2014, glaube ich, gewonnen hat. Und Markus Feldenkirchen, politischer Autor vom Spiegel. Die werden wir gleich alle auch noch auf der Bühne erleben. Bevor wir aber starten, hat noch einmal die Hausherrin das Wort, also für die Böll-Stiftung. Und das ist Annette Mennel. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Daher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Gäste, wir kommen heute, so wie Jens gesagt hat, zum 6. Mal zusammen, um die 3 besten Reportagen junger Journalistinnen und Journalisten auszuzeichnen. Und es ist mir wirklich eine große Freude, dass wir das in der Böll-Stiftung machen können und dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Heinrich Böll wäre, und deswegen muss ich nochmal auf den Heinrich Böll zurückkommen, dieses Jahr am 21. Dezember 100 Jahre alt geworden. Und zweifellos war er einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Romane, Erzählungen, Essays, Briefe und Interviews sind wichtige Zeitzeugnisse des gesellschaftlichen und politischen Lebens in Deutschland über fast ein halbes Jahrhundert. Wir alle als hier Versammelte wissen, dass Bölls Thematik keineswegs, man kann sagen leider, erschöpft ist, dass seine Kritik des herrschenden Katholizismus immer noch aktuell ist, dass sein Zorn gegen die Reichen und Selbstgerechten alles andere als per se ist, dass sich seine Vorwürfe auch gegen die Medien keineswegs erschöpft haben, schließlich, dass die Ressentiments und Angriffe gegen Andersgläubige und Andersfarbige neuerdings wieder mächtigen Auftrieb und Zustimmung erhalten. Wir hier als Versammelte wissen, dass es ohne Journalismus und Medien aber auch keine Demokratie gibt, dass wir das freie Wort, den Wettbewerb um die besten Argumente brauchen, dass wir diesen Wettbewerb verteidigen müssen, dass es die Aufgabe von Journalisten bleibt, Fakten und Zusammenhänge zu liefern, genau hinzuschauen und Kritik an der Macht zu üben. Und wir alle wissen gleichzeitig auch, dass das Geschäftsmodell des Journalismus massiv unter Druck geraten ist. Daher braucht es Journalistinnen und Journalisten und Autoren, engagierte Verleger und Herausgeber oder größenwahnsinnige Initiativen, wie zum Beispiel die geplante Zeitungsprojekt R in der Schweiz, die sich diesem Druck entgegenstemmen und nach intelligenten Modellen und Möglichkeiten suchen. Dazu braucht es aber auch Leserinnen und Leser, die die Kompetenz der Journalistinnen und Journalisten anerkennen und zu schätzen wissen. Es braucht also viele Verbündete, wie es auch Heinrich Böll, auf den ich jetzt noch einmal zurückkommen möchte, in seiner Poetikvorlesung Bewohnbare Sprache beschwor. Und weil wir dieses Jahr den 100. Geburtstag feiern und wahrscheinlich danach nicht so oft mehr von Böll hören werden, möchte ich Ihnen jetzt noch einen kleinen Ausschnitt daraus zeigen. Ich weiß nicht, ob es so etwas wie befohlene Demokratie geben kann, zu der man sich zackig, eifrig, unterwürfig vergattern lassen kann. Ich übergebe Ihnen diese Formel zum Nachdenken und übergebe Ihnen auch zum Nachdenken das Wort Befehl. Es ist das Wort, das vor Gericht gehört, ein Wort, das ausgelöscht werden sollte. Eine ganze Armee nihilistischer Schriftsteller könnte nicht andeutungsweise so viel anrichten, wie dieses Wort angerichtet hat. Ein Autor, ein Urheber, ein Poet, er würde nicht nur gerne irgendwo wohnen. Wohnen ist ja ein Tätigkeitsverb. Er würde auch die Sprache, in der er schreibt, gern bewohnbar machen. Er braucht nicht nur Leser, Publikum, Freunde, er braucht Verbündete, öffentliche Verbündete, die sich nicht nur ärgern, nicht nur triumphieren, die erkennen.
Eitelkeit, Eifersucht, Gekränktheit, Triumph, Ärger, die sollten Privatsache sein. Erkannt werden sollte, was wichtiger ist, die Suche nach einer bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren Land. Der heutige Reportagepreis zeigt, dass es den engagierten Journalismus gibt und das ist ein Grund zur Freude. Und daher gilt mein aufrichtiger Dank und mein Respekt natürlich den Preisträgern und Preisträgern dieses Abends. Er gehört auch Jens Twiehaus als den Kopf sozusagen dieser Initiative, das Netzwerk Junge Journalistinnen und der Macher davon. Vielen Dank an die Juroren dieses Abends, an Markus Feldenkirchen als Medienpartner von dem Spiegel, an Ann-Kathrin Gerstauer von Z-Campus, oh Gott, es geht mir die Stimme etwas weg, und an Benjamin Penel von der Elbe-Jetzel-Zeitung. Vielen Dank an meine Kollegen, die diesen Abend vorbereitet haben. Und ehrlich gesagt, ich wünsche uns einfach einen besonderen Abend. Danke. Als ich in den Journalismus gekommen bin, das ist jetzt auch schon etwas mehr als 10 Jahre her, dass ich als Schüler damals angefangen habe, nebenberuflich journalistisch zu arbeiten. Als ich in den Journalismus gekommen bin, da war das ein wahnsinnig gefragter Beruf. Heute ist es immer noch ein gefragter Beruf, aber mein Eindruck ist, wenn man mit Redaktionen spricht, wenn man sich auch die Anmeldezahlen an Journalistenschulen anschaut, dann ist dieses Interesse doch ziemlich zurückgegangen. Vielleicht ist es sogar schon ein kleiner Fachkräftemangel in den Redaktionen. Bevor wir die Preise gleich verleihen, würde ich darüber gerne kurz sprechen, und zwar mit einem Juror, einer Jurorin, mit Ann-Kathrin Gerstauer und mit Benjamin Piel, die ich jetzt auf die Bühne bitte. Wir haben eine, wie ich finde, ganz interessante Diskussion nach der Diskussion geführt, als wir die Jury-Sitzung hatten vor ein paar Wochen im Hauptstadtbüro des Spiegel hier ganz in der Nähe, haben wir über diese Situation gesprochen, über auch einige Nachwuchssorgen, die Redaktionen planen. Ihr arbeitet in ganz unterschiedlichen Situationen. Ann-Kathrin bei Zeit Campus Online, Zeit Online in Berlin am Anhalter Bahnhof, sehr zentral. Die Marke kennt jeder. Die Elbe-Jetzel-Zeitung ist eher nur im Wendland bekannt. Eine auch nicht besonders reich besiedelte Region, aber unterschätzt, wie ich so aus den Gesten entnehme. Also die Herausforderungen sind schon mal ganz unterschiedliche. Ich habe aber gelernt bei unserer Diskussion, auch für Zeit Online ist es gar nicht so einfach, gute, junge Autorinnen und Autoren zu finden. Warum ist das so? Was ist da los? Ja, das... Ich glaube, sprich okay. Einfach rein. Ja, das wüsste ich auch gerne, aber ich glaube, wir merken, wie viele, dass es immer weniger gibt, die wirklich Journalismus machen wollen. Auch aus meinem Jahrgang, ich habe in Dortmund Journalismus studiert, machen nur noch leider sehr, sehr wenige Journalismus, auch viele, die mal sehr dafür gebrannt haben. Genau, und gerade bei Online merken wir immer noch so ein bisschen, dass es Vorbehalte, glaube ich, gibt. Also auch ich werde immer noch gefragt, wann kannst du endlich zu Print wechseln? ich hoffe nicht mehr. Okay, das müssen wir kurz vertiefen. Warum? Nee, also Online ist mein Medium und für mich ist das nicht irgendwie Print höher gestellt als Online, aber ich glaube auch in den Augen leider vieler junger Journalisten immer noch und das merken wir auch, wenn Bewerbungen bekommen, dass die Leute irgendwie sagen, wie viele Print-Abos sie abgeschlossen haben und das bringt mich jetzt halt nicht sehr viel weiter, wenn ich für Online jemanden einstellen möchte. Genau, also das finde ich so ein bisschen schade, aber gleichzeitig gibt es natürlich immer noch wahnsinnig viele tolle junge Autoren, auch mit einigen, die hier sitzen, habe ich schon zusammengearbeitet. Wo sind diejenigen gelandet, die mit dir vor ein paar Jahren noch studiert haben und Journalisten werden wollten? Einige machen jetzt was ganz anderes, sind irgendwie in die pädagogische Medienbildung gegangen, andere machen PR, andere studieren nochmal was komplett Neues, weil nur mit Journalismus kann man dann halt auch nicht mehr so viel machen. Genau. Hm.
Die Situation bei dir, habe ich gesagt, die ist schon eine etwas andere, weil ihr aus einem nicht ganz so reichen Pool an Menschen überhaupt fischen könnt. Ich glaube, ihr habt im Verbreitungsgebiet auch keine Hochschule, wo dann zumindest Leute vielleicht mal irgendwie für ein Praktikum reinschauen würden. Wie ist die Situation bei euch? Also die Situation ist grundsätzlich eine schwierige. Einfach genau aus den Gründen, die du beschrieben hast. Wir sind 49.000 Menschen bei uns im Verbreitungsgebiet. Ergo wenige, die unsere Zeitung überhaupt kennen. Und ich glaube, es wird immer schwierig sein, Leute von ganz außerhalb dafür zu gewinnen, da hinzukommen. Ich glaube, das ist eher die Ausnahmesituation. Meistens ist es dann so, es ergeben sich Kontakte zu Schülern, die man schon mal gesehen hat, wo man dann vielleicht länger in Kontakt bleibt über eine freie Mitarbeiterschaft und die dann vielleicht den Wunsch haben, wieder nach Hause zu kommen. Oder sagen, da habe ich mich wohlgefühlt, konnte ich mir gut vorstellen, da wieder hinzugehen. Weil es so schön ist, ja, im Wendland. Weil es so schön ist, ja, natürlich, weil es so schön ist. Und das Wendland hat ja durchaus auch ein bisschen eine Tradition, die Richtung Protest geht durch Gorleben. Und das finden manche auch attraktiv. Da gibt es durchaus alternative Lebensstile, die manche auch durchaus pflegen will und dadurch vielleicht mal reinrutscht. Aber es ist doch eher so, dass da Leute wieder zurückkehren, die uns irgendwie schon aus ihrer Kindheit oder Jugend kennen. Mhm. Lebensstil ist auch noch ein ganz gutes Stichwort. Wir haben auch über das Stichwort Work-Life-Balance gesprochen. Dass also Work-Life-Balance durchaus unter jungen Menschen wichtiger wird. Nun weiß ich aus eigener Erfahrung, im Journalismus ist häufiger mal ziemlich viel Work, aber eher wenig Balance. Welche Rolle spielt das aus eurer Sicht heute? Sind die jungen Medienmenschen weniger leistungsbereit? Soll ich? Ja, also ich finde, diese Frage hat eigentlich zwei Seiten. Zum einen, das Wort Work-Life-Balance gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Das Wort mag ich nicht, weil es suggeriert nicht nur, sondern es sagt, es gibt zwei getrennte Bereiche und das eine ist Leben und das andere ist Arbeit. Und für mich ist Arbeit ein ganz integraler Bestandteil des Lebens, wo ich nicht sagen würde, das kann ich abtrennen und bei der Arbeit lebe ich nicht, sondern ich lebe doch durch die Arbeit, bei der Arbeit, mit der Arbeit. Und wenn es eine Leidenschaft ist, das zu tun, dann hat man eigentlich nicht das Bedürfnis, da irgendwas ausgleichen zu müssen. Und das ist also ein gefährliches Wort. Und ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass dieses gefährliche Wort im Raum ist, dass immer mehr Leute auch meinen, oh, Arbeit, da muss man aber aufpassen, dass man da irgendwie wieder ins Ausgleichen kommt. Und wenn ich 8 Stunden gearbeitet habe, dann muss ich irgendwie 8 Stunden was anderes machen, sonst wird es gefährlich. Und da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt so. Und das ist eine Tendenz, die uns sicherlich Probleme macht. Die andere Seite ist, und die finde ich auch wichtig, wie soll ich es vergleichen? Gerade der Lokaljournalismus vielleicht so ein bisschen wie ein Gastronom, der eigentlich gar nicht so schlechtes Essen vielleicht teilweise macht, aber der eine so schlechte Laune dabei hat, dass man denkt, also in das Restaurant will ich eigentlich nicht reingehen. Das ist ja grauenvoll. Mhm. Der textet mich da die ganze Zeit zu, wie schrecklich alles ist und wie schwierig seine Situation ist und so weiter. Und wir müssen einen anderen Deal irgendwie finden, die jungen Leute wieder für uns zu begeistern. Und das können wir nicht so machen, dass wir sagen, ihr müsst viel arbeiten, ihr verdient ziemlich schlecht und wir haben total schlechte Laune. Das funktioniert einfach nicht. Und wir müssen den Leuten sagen, das versuche ich immer, wenn wir junge Leute bei uns in der Redaktion haben, zu sagen, ihr könnt rausgehen in die Welt, ihr könnt ein Abenteuer erleben und ihr könnt es am Ende aufschreiben unter eurem Namen. Großartig. Und ich glaube, wenn man Leuten das so verkauft, dann kann man auch wieder mehr Begeisterung finden und dann ist das mit der Work-Life-Balance vielleicht nicht mehr so ein ganz großes Thema. Also ich glaube, wenn man das so rüberbringt, wie du das gerade getan hast, dann könnte das auch ganz gut klappen. Ja, das klappt dann. Trotzdem die Frage auch nochmal an dich. Du hast ja auch das Ohr, auch journalistisch gesehen, an der jungen Generation dran, weil Zeitcampus Online richtet sich ja vor allem an so 20- bis 30-Jährige, so in dem Spektrum ungefähr. Wie ist dein Eindruck? Findest du das Wort Work-Life-Balance auch falsch? Was heißt falsch? Schön finde ich es auch nicht. Aber ich glaube, das ist gar nicht so viel. Ich glaube, es wird immer so suggeriert, das hat was mit Ausgleichen und Faulheit irgendwie zu tun. Ich glaube, viele wollen sich nicht mehr ausbeuten lassen. Das finde ich irgendwie auch richtig so. Und ich glaube, es gibt auch ein Gefühl, also das merke ich bei mir in der Redaktion oder ich achte da auch irgendwie, glaube ich, bei meinem Team sehr darauf. Wenn es drauf ankommt, finde ich super, wenn alle reinhauen. Aber wenn nichts los ist, muss es jetzt auch nicht sein, dass man da jetzt bis 9 sitzt, nur damit man da gesessen hat. Und ich glaube, gerade als Journalist ist es irgendwie wichtig, dass man vom Leben auch noch was mitbekommt, weil worüber soll ich dann schreiben? Also gerade in meiner Zielgruppe, wenn ich jetzt bis 9 im Büro saß, habe ich jetzt nicht gerade mitbekommen, was irgendwie so, was so los ist. Deswegen glaube ich, also ich kann es manchmal verstehen, ja, ich mag es auch nicht, wenn jemand um 5:30 den Stift fallen lässt, obwohl noch was zu tun ist, aber ich kann das so ein Stück weit verstehen und finde das auch eigentlich richtig so. Mhm.
damit sind wir schon so ein bisschen auch ja bei der Frage der Finanzierung angekommen. Ich will die jetzt gar nicht großartig anschneiden, weil das ist nochmal ein ganz neuer Komplex, wie sich Journalismus künftig finanzieren wird. Aber könnt ihr denn euren Autorinnen und Autoren auch die Bedingungen heute auch noch anbieten, dass sich tatsächlich Journalismus auch noch lohnt? Ich kann für uns sagen, ganz klar ja. Also ich würde sagen, wir haben gute personelle Bedingungen, was ja für eine Lokalzeitung selten sein mag. Aber ich lege da großen Wert darauf, das zu sagen, ja, wir haben Freiräume, Texte zu machen, Reportagen zu schreiben, durchaus auch zu recherchieren und nicht mit zwei Leuten sechs Seiten, wie wir immer sagen, mit Verlaub zuzuscheißen. Sagt man so bei uns. Also das ja, gibt es bei uns. Es gibt sehr schöne Begriffe so im Journalismus. So. Es gibt auch genau, also das ist bei uns, zum Beispiel. Genau, ja, das ist bei uns nicht der Fall. Und insofern würde ich sagen, ja, da kann man eigentlich gut anknüpfen und kann ziemlich breite Erfahrungen sammeln, die auch nicht unter einer Bedingung entstehen, wo man sagt, da konnte ich eigentlich vor lauter Hetze überhaupt nichts machen. Und das halte ich auch für ganz wichtig. Wo das nicht mehr möglich ist, da kann man es auch gleich sein lassen. Gar keine Frage. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich glaube, ich bin mir bewusst, dass ich irgendwie bei einem Traumarbeitgeber bin, der größer wird und nicht kleiner wird. Und wir deshalb, glaube ich, auch genug Zeit haben. Klar, man hätte immer gerne mehr Zeit und wir stellen noch Leute ein, wir werden größer. Aber ich kenne auch die Sorgen, also ich habe beim Kölner Stadtanzeiger volontiert, ich kenne da auch die Sorgen und da war es teilweise schon grenzwertig, da machen die jetzt Seiten mit irgendwie drei Leuten, die früher mit acht Leuten gemacht haben und ich glaube, da sind irgendwann Grenzen erreicht und da kann ich auch total verstehen, wenn die Leute irgendwann sagen, da habe ich irgendwie keine Lust mehr drauf und das hat auch mit Journalismus dann vielleicht nicht mehr so viel zu tun. Genau, nichts. Ja. Okay, ich nehme das jetzt mal als Schlusswort, auch wenn es so ein schweres Schlusswort für die Diskussion ist. Aber wir verleihen ja jetzt Preise, das heißt, gleich dürfen sich Leute auch noch freuen. Für die hat sich Journalismus auf jeden Fall in dem Fall gelohnt. Danke, dass ihr heute Abend hier seid. Wir sehen euch beide gleich auch noch mal bei der Preisverleihung auf der Bühne. Nach diesen ja teilweise recht ernüchternden Aussichten, was die Zukunft der Branche betrifft, dürfen wir jetzt endlich Menschen Preise überreichen. Und wir fangen an mit dem dritten Preis. Die Preisträgerin des dritten Preises ist ein Mitglied unseres Netzwerks jungejournalisten.de. Es ist Stefanie Helbig, die für ihre Reportage auf Zypern gewesen ist und einen Text mitgebracht hat, den uns jetzt Sabina Schaller vorstellen wird. Sie wird den Text vorlesen und ich wünsche viel Spaß dabei. Wunderschönen guten Abend. Ja, ich freue mich, das hier für Sie vorlesen zu dürfen. Die brauche ich. Dann wird es schöner. Ein Wunschkind für Vladan und Peter von Stefanie Helbig. Weil Homosexuelle in Deutschland kein Kind adoptieren dürfen, treibt es verzweifelte Paare in die Illegalität. Zum Beispiel in die nordzypriotische Fruchtbarkeitskliniken. Marmorboden, Kronleuchter, 5 Sterne. Pia sitzt in einer Hotellobby auf Nordzypern und bezahlt hat sie dafür keinen Cent. In wenigen Minuten sieht sie zum ersten Mal den Mann, der ihr das spendiert hat. Dieser Unbekannte hat heute in einem kleinen Raum gestanden, mit Pornoheftchen vor einem Glas und ejakuliert. Und in 2 Tagen wird Pia das Kind dieses Mannes im Bauch tragen. Pia ist Leihmutter. Ein gewisser Vladan, den sie im Internet kennengelernt hat, bezahlt ihr 20.000 Euro für eine Schwangerschaft. 23.000, wenn es Zwillinge werden, plus Flug mit extra Beinfreiheit und 5-Sterne-Hotel im türkischen Teil der Insel Zypern. Denn hier am Rande der EU, wo man als Deutscher nach komfortablen 4 Flugstunden noch mit Personalausweis einreisen darf, aber das Handy schon außerhalb des EU-Roamings funkt, hier auf diesem Fleckchen Erde mit seinem seltsam ungeklärten Status ist alles erlaubt, was in Deutschland laut Embryonenschutzgesetz undenkbar ist. Im fernen Deutschland dürfen nur maximal 3 Eizellen befruchtet werden und so zu Embryonen verwandelt werden. Jeder einzelne von ihnen
ist ein potenzieller Mensch. Das verpflichtet. Es müssen auch alle eingepflanzt werden. Hier im North Cyprus Fertility Center werden 10 Embryonen hergestellt und nur 2 von ihnen werden der Leihmutter eingesetzt. Die restlichen 8, die entsorgen die Schwestern in den schwarzen Tonnen hinter dem Haus. Ein Werbeplakat im Wartezimmer der Klinik erläutert anhand von Bildern, wie sich ein Embryo mit guter Qualität von einem solchen mit schlechter Qualität unterscheidet. Ein anderes macht Versprechungen, auf deren Verwirklichung in Deutschland Freiheitsstrafe steht. Man sei stolz, now available in Cyprus, gender selection. Man kann sich nun aussuchen, ob man einen Sohn oder eine Tochter einsetzen lässt. Jetzt können Sie Ihre Familie ausbalancieren. So sieht man das hier. Dass all das hier erlaubt ist, war für Vladan nicht entscheidend. Für ihn ist etwas anderes wichtig. In Deutschland dürfen befruchtete Eizellen nur der Frau eingesetzt werden, der sie auch gehören. Auf Beihilfe zur Leihmutterschaft stehen die Ärzte bis zu 3 Jahre Haft. Deshalb findet man eine solche Klinik in Deutschland kaum. Doch Vladan ist schwul, er hat keine Partnerin, die er befruchten lassen könnte. Er hat nur seinen Partner Peter und sie wünschen sich ein Kind. Doch adoptieren dürfen sie nicht. Die CDU spricht sich gegen Homosexuelle als Eltern aus. Also haben sie ihre Optionen hin und her gewälzt. Jeden Abend kam Vladan von der Arbeit als Arzt nach Hause. Jeden Abend dachte er daran, wie er denn nun diesen Kinderwunsch verwirklicht bekommen soll. Jeden Abend setzte er sich vor seinen Computer, googelte und stieß irgendwann auf surrogatefinder.com, eine Webseite, auf der sich Leihmütter anbieten. 100.000 Euro sollte das Ganze kosten. Insgesamt für die Leihmutter, für die Klinik, für Flug, Hotel, Hormone, Vitaminpräparate für die Leihmutter. Vladan ist Arzt, Peter Windkraftingenieur. Finanziell müsste das hinzukriegen sein. Ein Plan entstand. Vladan kündigte seine Wohnung und zog in ein Zimmer im Mitarbeiterwohnheim der Klinik. Für die Mitarbeiter muss er ein komischer Kauz sein. Warum sollte ein Arzt so billig hausen? Aber es ist, wie es ist. Keine Bank vergibt einen Kredit für ein halblegales Kind aus Zypern. Also sparen. 7 Jahre hat es gedauert, bis die 100.000 Euro zusammen waren. Sie konnten sich auf die Suche machen und schrieben eine Frau an. Sie hat schon mindestens ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. Ein Aufnahmekriterium bei surrogatefinder.com. Und sie war erst 20 Jahre alt. Ein fruchtbares Alter. Gute Chancen, dass die 100.000 Euro mit bestmöglichen Erfolgschancen investiert sind. Und das war Pia. Sie hat 2 Kinder, 3 und 1, und sagt, sie möchte sie noch nicht in den Kindergarten geben. Das würden ihr die 20.000 Euro ermöglichen. Aber der Hauptgrund sei, dass sie einfach solch einen Spaß an Geburten habe. Sie könne gar nicht so viele Kinder haben, wie sie gebären wolle. Aber auch sonst scheint es, als würden ihr 20.000 Euro gut passen. Auch wenn Pia bestreitet, dass finanzielle Gründe eine große Rolle spielen. Pia hat keine Ausbildung. Sie hat ihr erstes Kind mit 17 bekommen. Ihr Mann arbeitet als Croupier in einem Casino. Sie leben mit ihren Kindern in einem Haus, das Pias Vater gehört. Irgendwo im norddeutschen Flachland, wo Häuser wenig kosten und sich für ungelernte Frauen mit Kleinkindern so schnell kein Traumjob ergeben wird. Hier in der Hotellobby soll das Kennenlernen stattfinden. Nur Vladan ist gekommen. Peter ist alles zu aufregend. Was aber, wenn sie Vladan furchtbar findet? Bisher kennt sie ihn nur über Facebook und WhatsApp. Dieser Eindruck kann ja täuschen. So weit weg von zu Hause. Das letzte Mal im Urlaub war sie vor 7 Jahren mit ihren Eltern in der Dominikanischen Republik. Und nun ist sie hier alleine in diesem heißen muslimischen Land, in dem alle Männer eine unverhüllte Frau angaffen, in dem sie sich nur mit Englisch verständigen kann
wo doch das Mädchen aus dem norddeutschen Flachland oft noch nach den einfachsten Vokabeln sucht. Sie und der unbekannte Mann werden jeden Tag zusammen in die Fruchtbarkeitsklinik gehen, zu zweit im Wartezimmer sitzen, die Dicke ihrer Gebärmutter Schleimhaut diskutieren und den Tag ihrer letzten Menstruation. Und dann wird sie sich mit gespreizten Beinen auf dem Gynäkologenstuhl sein Baby einspritzen lassen. Es wäre ganz gut, wenn man es wenigstens 5 Tage mit diesem Wladdern aushielte. Dann macht es Bing und er tritt aus dem Fahrstuhl in die Lobby. Zum Glück. Er sieht nett aus. Man versteht sich auf Anhieb, Erleichterung auf beiden Seiten. Die Embryos sind zu diesem Zeitpunkt bereits einen Tag alt und wachsen in einem Embryoneninkubator vor sich hin. Die beiden Eltern in Spee gehen essen. Das Kind wird insgesamt 4 Eltern haben. Pia als Leihmutter, Vladan als biologischen Vater und Peter als sozialen Vater. Die 4. im Bunde ist eine Eizellspenderin. Es war Pia wichtig, dass die Eizelle nicht von ihr kommt. Zu verstörend die Vorstellung, das Baby käme aus dem Bauch, sie sehe es an und es habe ihre Augen. Sie weiß nicht, ob sie es dann noch weggeben kann. Und das müsste sie auch nicht. Nach deutschem Recht gilt die austragende Frau als Mutter. Sie dürfte es behalten und Vladan könnte nichts dagegen tun. Doch das ist der Deal. 20.000 Euro dafür, dass sie das Baby hergibt. Behalten wäre nicht fair. Dafür hat Vladan nicht 100.000 Euro ausgegeben. Und so muss eine Eizellspenderin her. Es ist einfacher, sich von diesem Kind zu distanzieren, wenn es genetisch vollkommen fremd ist. Und unter zypriotischen Studentinnen finden sich zahlreiche Eizellspenderinnen. So auch die Mutter von Vladans und Peters Kind. Informatikstudentin, 22 Jahre, jung, braune Augen, braune Haare, türkisch-britische Abstammung. Im Feld persönliche Nachricht hat sie geschrieben: Enjoy every moment. Das ist alles, was er von ihr weiß. Eine Informatikstudentin in dieser doch recht kleinen Stadt müsste leicht zu finden sein. Ob Vladan das interessieren würde? Nein, er winkt ab. Nein, schwamm drüber. Er ist froh, dass er das Baby von ihr haben wird. Mehr will er nicht. Und sie wird außer dem schnell verdienten Geld auch nichts davon wissen wollen, sonst hätte sie nicht diesen anonymen Weg gewählt. Am Tag des Embryonentransfers liegt Pia im OP-Raum auf einem Gynäkologenstuhl. Gleißend weißes Licht strahlt zwischen ihre Beine. Es ist still. Nur Fußtrampeln und Besteckklappern. Kein auflockernder Smalltalk, keine ablenkenden Gemälde an den Wänden. Die Schwester holt eine Petrischale aus dem Inkubator. Der Chefarzt dehnt Pias Muttermund und spritzt die Embryonen direkt in die Gebärmutter ein. Dann muss sie 2 Stunden mit hochgelagerter Hüfte liegen, zusammen mit 6 anderen Frauen in einem Raum. Die Betten abgetrennt durch beige Vorhänge, die das deutsche Auge von den Umkleidekabinen türkischer Änderungsschneider kennt. Von den meisten Frauen hört man wenig, nur eine wimmert vor Schmerzen. Irgendwann wird sie panisch und beginnt zu hyperventilieren, bis die Schwestern kommen und sie rausholen. Pia übersteht den Transfer gut und kann nach 2 Stunden gehen. Anweisungen: weiter Hormone nehmen, nicht im Hotelpool schwimmen und bloß kein Mineralwasser trinken. Der Sprudel könne womöglich schaden. So gut wie jede normale Schwangere trinkt zwar Mineralwasser, aber eine normale Schwangere hat auch kein 100.000 Euro Baby im Bauch. Für den Heimflug hat Pia einen Platz mit Extrabeinfreiheit. Wer weiß, ob es dem Kind schadet, wenn sie es zu unbequem hat. Sicher ist sicher. Zurück im norddeutschen Flachland heißt es warten. Banges Warten, ob sich 7 Jahre sparen und 5 Tage auf Zypern gelohnt haben. Vladan ist skeptisch. Er traut der Klinik nicht.
Ihm sah das alles zu unprofessionell aus. 14 Tage lang, dann ist der Schwangerschaftstest tatsächlich positiv. Pias Frauenärztin prognostiziert Zwillinge, weil der Wert eines bestimmten Hormons so schnell steigt. Im Mai 2017 werden wahrhaftig zwei Kinder geboren und sie werden bei Menschen aufwachsen, die sie sich innigst gewünscht haben, die nicht einfach unbedacht schwanger geworden sind und sich damit arrangiert haben, nun eben Eltern zu werden, sondern die viel Mühe auf sich genommen haben, um ihre Zwillinge bei sich haben zu dürfen. Die Ärztin weiß von nichts. Pia hat eine befreundete Hebamme, die eingeweiht ist. Sie würde den Kindern bei einer Hausgeburt auf die Welt helfen. Kein störender Smalltalk mit Klinikpersonal, bei dem Pia irgendetwas rausrutschen könnte. Und dann Vladan als Vater eintragen. Pia wäre quasi aus einer Affäre schwanger geworden. Wen geht das schon was an? Erst recht nicht die Frau im Standesamt, die nur anhand der Meldung der Hebamme die Geburtsurkunden erstellt und in Briefumschläge eintütet. Und da das Kind dann offiziell Vladans biologisches Baby ist, dürfte Peter es adoptieren. So ist der Plan. Und obwohl er für Außenstehende erst einmal krude klingen mag, wird er offenbar häufig umgesetzt, wenn man sich einmal den Besucherstrom in diesem Hotel ansieht und darauf achtet, wer im Wartezimmer des North Cyprus Fertility Centers wiederzutreffen ist. Die scheinbar simple Lösung, einfach in Deutschland Sex mit einer Frau zu haben und gegen Geld das Kind zu behalten, birgt viel zu viel Risiko. Ein Kind adoptieren dürfen schwule Paare in Deutschland auch nicht. Manche Menschen denken, das würde Kindern nicht gut tun und hoffen, ein Verbot bewahre sie vor dem Schicksal Regenbogenfamilie. Doch wer schon einmal den Wunsch nach einem Kind hatte, weiß, dass es wenig gibt, was ähnlich unaufhaltsam ist. Der Kraft, die die Menschheit am Leben gehalten hat, lässt sich mit Verboten nicht beikommen. Die Paare haben andere Wege gefunden. Auf Zypern gibt es 3 solcher Kliniken. Auch in den USA, in denen Leihmutterschaft ebenfalls erlaubt ist, haben die Kliniken regen Zulauf von vermögenden, schwulen Paaren. Ein Weg, der viel Geld kostet und jahrelanges Bangen und Hoffen mit sich bringt. Bis zu dem Tag, an dem die Sache klar ist. Dem Tag, an dem Pia Blutungen bekommt, nicht aufzuhalten. Und ein daumennagelgroßes Kind ihren Körper verlässt. Kurz darauf das zweite. 7 Jahre im Wohnheim, all ihr Geld, der ganze lange Weg, es ist vorbei. Kein Kind für Vladan und Peter. Es ist leicht, Deutschland für seine Gesetzgebung zu hassen, gemacht von Menschen, die es in ihrer heilen Hetero-Welt sehr bequem haben und die es nicht betrifft, wenn das Gesetz sexuelle Orientierung als Indikator für Elternqualitäten sieht. Wenn sich die SPD mit ihrem Vorhaben durchsetzt, Adoption für gleichgeschlechtliche Paare zu erlauben, dann waren Vladan und Peter unter den Letzten, die diesen schweren Weg gewählt haben. Und ich darf jetzt auf die Bühne bitten Benjamin Piel, der für die Jury vortragen wird, warum wir den Preis an Stefanie Helbig verleihen. Stefanie Helbig liefert mit Ein Wunschkind für Vladan und Peter eine starke Reporterinnenleistung ab, der eine aufwendige Recherche zugrunde liegt. Mit ihrem persönlichen Zugang zu einer Leihmutter erschließt sie dem Leser eine sonst unsichtbare Welt, die zugleich sehr pikant ist, weil sich die Protagonisten ethisch und juristisch auf dünnem Eis bewegen. Helbig beleuchtet das Thema Leihmutterschaft ausführlich und anschaulich. Ihre Reportage ist eine Geschichte mit Ecken und Kanten, die auf ein erzählerisch spektakuläres Finale hinausläuft. Der Schluss ist ein schmerzender Bruch für die Leser, sodass Wunschkind nicht nur eine Geschichte über das Leben, sondern auch
über nicht erfüllbare Lebenswünsche ist. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist sie? Ah, da. So, willst du überreichen? Bitte schön, gerne. Du kriegst auch noch eine Urkunde und du kommst mit hoch, genau. Ja, ich finde, das ist eine auf vielen Ebenen ja ziemlich unglaubliche Geschichte, die ich noch nicht gelesen habe, die viele so noch nicht gelesen haben. Man muss sagen, es hat sich ein bisschen was an der Rechtssituation geändert. Durch die Ehe für alle ist es jetzt deutlich einfacher geworden für homosexuelle Paare, aber das Thema Leihmutterschaft, das bleibt natürlich weiterhin noch aktuell. Dein Text ist ja bislang unveröffentlicht und ich finde, eine unglaubliche Sache daran ist ja, dass du das quasi auf Eigeninitiative gemacht hast, nicht mit dem Geld einer Redaktion, die Pia nach Zypern begleitet hast, sondern bist aus eigenem Antrieb dahin gefahren. Warum genau? Ja, das war eigentlich gar nicht als journalistisches Projekt geplant, sondern ich hatte Urlaub und in der Facebook-Gruppe, in der ich bin, schrieb Pia, die ich vorher auch gar nicht kannte, ja, ich habe ein Flugticket und ein Hotelzimmer in Zypern frei, ist jemand spontan, hat Lust mitzukommen? So entstehen manchmal journalistische Geschichten, ja. Und ich dachte, naja, wann hast du mal wieder in deinem Leben die Gelegenheit, mit einer Leihmutter in einer nordzypriotischen Fruchtbarkeitsklinik zu sein? Was man sich so wünscht, ja. Genau. Also wenn, dann jetzt schnell draufklicken und antworten. Habe ich gemacht, habe hinterher gedacht, oh Gott, was für eine bekloppte Idee. Aber ja, genau. Das war der so Beweggrund. War das dann halt. So. Und es war einfach pure Neugier, Abenteuerlust. Also das Gleiche, was mich auch an meinem Beruf fasziniert. Nur ich hätte natürlich gar keine Zeit gehabt, zu warten, da irgendwie einen Auftrag einzuholen oder so, weil dann wäre das schon weg gewesen. Mhm. Ja, so habe ich die Gelegenheit beim Shop ergriffen. Du bist eigentlich keine schreibende Reporterin. Nee. Was machst du eigentlich? Eigentlich mache ich Magazinbeiträge für ARD und ZDF, für Wieso, Plus, Minus und Fakt. Ja, Verbraucherjournalismus, also ganz was anderes. Und ja. Aber ich möchte ja nicht nur das machen, sondern war eine schöne Abwechslung. Und hat ja offenbar auch gefallen, ne? Also ja. Offenbar kannst du das auch. Ja, es gibt noch eine andere Option. Ja, außer ich komme auch eigentlich aus dem Print. Ich komme ursprünglich aus dem Print, habe dann aber beim Fernsehen volontiert, weil ich halt bei der Financial Times Deutschland gearbeitet habe, da dann die Einstellung mitbekommen habe, meinen ersten Job nach dem Studium so quasi gleich wieder verloren habe und dachte, naja gut, Print, vielleicht besser nicht. Haben wir halt schon mal gehört, ja. eine weitere unglaubliche Sache, und ich habe im Publikum gehört, da ist auch mal kurz tief durchgeatmet worden, ist war dieser Punkt, dass die Pia wahnsinnig gerne Kinder bekommt. Ich meine, ich kann das als Mann, glaube ich, am wenigsten nachvollziehen. Was kann Frauen, also was bewegt Frauen dazu, überhaupt Leihmutter zu werden? Tja, das habe ich immer noch nicht durchblickt. Also es gibt ja diese zwei gängigen Erzählweisen. Einmal ist es diese faschistoide Vision von der Menschenauslese, so den perfekten Menschen herzustellen. Dann ist es diese wirtschaftliche Ausbeutung von Frauen, so Frauen als so entseelte Gebärmaschinen. Das ist bestimmt auch beides berechtigt. Also wo zum Beispiel auch, glaube ich, in Indien genau. Beispielsweise auch Frauen... Genau, da dazu. Gibt es ja diese quasi schon Farmen, wo ganz viele Frauen mit dickem Bauch rumlaufen. Ja, nicht Farmen, aber also kennst du diese Bilder aus TV-Dokus, wo halt wirklich mehrere Frauen mit dicken Bäuchen... Ich möchte sie nicht kennen. Genau. Und was mich an Pia halt irgendwie irritiert hat und bis heute irritiert ist, ja, sie ist jung und sie wohnt in Norddeutschland irgendwo im Nirgendwo, aber es ist ja keine bittere Armut, aus der sie entfliehen muss. Also, die haben schon ein Einfamilienhaus mit Garten, und sie hat mehrfach gesagt, ja, da ist so eine Magie um Schwangerschaft und Geburt. Ich habe zwei Kinder, ich kann das irgendwie nachvollziehen, wenn aber diese Belohnung am Ende fehlt, ein eigenes Kind zu haben. Ich bin bis heute nicht durchgestiegen. Ein Stück weit glaube ich ihr aber, dass es wirklich einen Wunsch gibt, zu helfen. Ich kann es mir aber bis heute nicht erklären, warum Frauen das vielleicht wirklich gerne machen. Mhm. Ja. Habt ihr noch Kontakt? Nee, also wir kannten uns vorher nicht, wir kennen uns jetzt nicht. Wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen
Nee. Okay, also wahrscheinlich eine Distanz ist an der Stelle auch angebracht, wenn man mit all seinen Protagonisten im Laufe des Lebens in Kontakt sein würde. Das würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Da würde man irgendwann auch innerlich explodieren. Gerade bei solchen Protagonisten. Also weil sie hat mir noch geschrieben, als sie die Fehlgeburt hatte, und da habe ich wirklich mit Fladern und Peter mitgelitten und war dann auch froh, dass ich dann mich wieder leichteren Verbraucherjournalismus-Themen widmen konnte. Was sie da so macht, das wirst du sicherlich gerne auch hinterher noch erzählen, wenn wir trinken und essen. Danke dir sehr herzlich und herzlichen Glückwunsch nochmal zum dritten Platz. Danke. Ich kann versprechen, es wird beim zweiten Preis nicht weniger emotional werden. Es ist auch ein Thema, wo es ums Kinderkriegen geht. Und es ist erneut ein Kinderkriegen, ich sag mal so, abseits der vermeintlichen Norm des Kinderkriegens, des Gebärens. Ich darf Sabina Schaller wieder bitten, vorzulesen. Und zwar geht der zweite Preis an Matthias Bolsinger, der hier gleich auf der Wand erscheint und dann auch gleich noch auf der Bühne, mit dessen Text Mama, der ebenfalls unveröffentlicht ist. Und danach wird Anne-Kathrin Gerstlauer für die Jury vortragen, warum wir ihn mit dem zweiten Preis auszeichnen. Mama von Matthias Bolsinger. Maria Bruckner sagt, dass Jonas ein Wunschkind ist und weiß, dass das schwer zu glauben ist, wenn man die beiden sieht. Ein Morgen im Mai in einem Haus am Rand Münchens. Bruckner kauert auf ihrem Sofa. Ihre Pflegerin kommt, hilft ihr beim Aufstehen, stützt sie am Arm, während Bruckner zu ihrem Rollstuhl geht, langsam und schlingernd. Jonas ist nicht da, und doch überall. Ein Bild von ihm auf der Kommode, Winter. Ein Lachen, Schnee in seiner Hand. Matchbox-Autos, ein Lego-Hubschrauber, Grimms Märchen, ein kleiner Rollator. Bruckner hat ihren Sohn heute Morgen nicht gesehen, als er in die Schule gebracht worden ist, lag im Bett, weil eine Pflegerin nicht zwei Menschen auf einmal waschen kann. Bruckner sagt, dass sie sich in diesen Tagen nicht mehr sicher ist, ob Jonas nachmittags zurückkommt. Sie hat Angst. Angst, dass die vom Jugendamt ihn holen werden und dass das dann an ihr liegt, weil sie nicht Mutter genug ist. Bruckner, 42, ist schwer behindert. Ihr Sohn Jonas auch. Ihre Hände krampfen und zittern wie ihre Beine und ihr Kopf. Wie alles an ihr. Sie kann ohne Hilfe nicht gehen, sich nicht waschen, nicht essen, nicht auf die Toilette gehen. Im Keller des Hauses gibt es eine Wohnung für die Pflegerin, die Bruckner am Tag und in der Nacht betreut. Wenn Bruckner spricht, dann undeutlich und langsam, als würde sie die Worte aus ihrem Mund pressen. Sie trägt ein gelbes Halstuch, weil Speichel aus den Mundwinkeln fließt. Dazu ein rotes Polohemd, Ringelsocken, die hellbraunen Haare als Zopf. Sie lacht sehr viel, auch wenn die Tage oft Kampf sind und Tränen. Bruckners Hirn sendet falsche Befehle, Dystonie, ein Gendefekt, vererblich. Wusste sie aber damals nicht, sagt Bruckner, und selbst wenn, sie hätte nichts anders gemacht. An einem Nachmittag vor 12 Jahren. Bruckner hatte ihre Mutter zum Kaffee eingeladen, wollte ihr etwas Wichtiges sagen. Neben den beiden saßen Martin, ihr Lebensgefährte, und eine Freundin. Auch die Freundin ist behindert, hat einen Sohn. Sie war da, um Bruckners Mutter zu beruhigen, um ihr zu sagen, dass alles gut wird. Es kam der Moment, in dem Bruckner mit der Wahrheit rausrücken musste. Ich bin schwanger. Stille erst. Dann soll die Mutter gesagt haben, wenn der liebe Gott euch ein Kind schenkt,
wird er schon dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Maria Bruckners Leben ist ein Ringen. Ein Ringen mit komplizierten Formularen und kaputten Aufzügen, mit einem Alltag, in dem es mehr Hilfe braucht als nur die vom lieben Gott. Vor allem aber ist es das Ringen einer kranken Frau mit einer Gesellschaft, von der sie nur erwartet, dass sie ihren Traum respektiert, Mutter zu sein. Mutter. Für viele mag das die natürlichste aller Rollen sein. Bruckner scheint da irgendwie nicht reinzupassen. Sie weiß das natürlich. Sie, ihr Sohn und ihr Partner heißen eigentlich anders. Die Eltern wollen lieber nicht auffallen, nicht anecken. Darf eine Frau Mutter sein, wenn sie sich nicht einmal selbst waschen kann? Viel wichtiger noch, darf eine Kranke ein Kind bekommen, wenn sie ihm seine Krankheit vererbt? Fragen, die Bruckners Leben ständig begleiten. Gerade heute wühlen sie wieder auf. Es ist Nachmittag. Bruckner sitzt in einem Beratungsgespräch bei einem Verein für Integration. Sie will ihr Pflegemodell ändern, heißt selbst bestimmen, welche Pflegekräfte sie rund um die Uhr betreuen und wann sie jeweils kommen. Bislang konnte sie das nicht. Ihr Pflegedienst hatte das übernommen. Für die alleinerziehende Mutter bedeutet das neue Pflegemodell Selbstständigkeit, aber auch Unsicherheit, weil sie nicht scheitern darf, weil eine Mutter nicht die Kontrolle über Haushalt und Erziehung verlieren darf. Alles muss stimmen für Jonas. Josef, der Mann, der Bruckner heute berät, ist für sie ein Freund geworden, hat selbst eine Dystonie, tippt auf der Computertastatur mit einem Stäbchen, das er zwischen die Lippen klemmt, weiß, wie Bruckner sich fühlt. Gemeinsam erstellen sie einen neuen Dienstplan für den Juni. Donnerstag Michaela, 24 Stunden. Freitag Inge, 24 Stunden. Samstag Vera, 24 Stunden. Bruckner hat ihrem alten Dienstleiter gekündigt. Der, sagt Josef, habe sie beim Jugendamt angeschwärzt, habe behauptet, Bruckner sei mit der selbstständigen Organisation ihrer Betreuung überfordert. Das Kindeswohl von Jonas sei in Gefahr. Überfordert? Bruckner sagt, dass das nicht stimmt. Aber würde das Amt ihr glauben, einer Frau, die so spricht, dass viele glauben, sie sei geistig behindert? Sie schaut Josef an. Das Lachen, das sie so oft zeigt, ist verschwunden. Was, wenn das Jugendamt anruft und mir Jonas wegnehmen will? Josef, wenn die in der Schule auftauchen und ihn mitnehmen? Wenn die bei dir an der Tür klingeln, ruf mich an, Maria. Sag einfach Jugendamt, dann komme ich vorbei. Ich habe so eine Angst, Josef, eine Scheißangst. Bruckner weint. Immer wieder, sagt Bruckner später, ziehen sie und ihr Sohn die Blicke auf sich. Die behinderte Mutter und das behinderte Kind. Die Leute denken sich wohl, welche Bestie hat die denn geschwängert? Den Vater ihres Sohnes lernte Maria Bruckner vor 13 Jahren kennen. Martin, damals 36, nicht behindert, ein ruhiger Mann mit dunklem Haar, fuhr das Rollstuhltaxi, das sie immer wieder nutzte. Sie, damals 29, mochte ihn sofort. Eines Tages brachte Bruckner ihre Mutter zum Bahnhof und Martin fuhr das Taxi. Bruckner weinte beim Abschied und Martin sprach sie an. Sie tauschten Telefonnummern. Monate später war Jonas auf dem Weg. Geplant war das nicht. Sie sagt, dass sie ohnehin immer Kinder wollte. Er sagt, dass er damals einfach naiv war. Dass er glaubte, ihre Krankheit sei eine Spastik, durch einen Narkosefehler in der Kindheit entstanden. Kein Gendefekt jedenfalls. Im September 2005 wurde Jonas geboren. Ein gesunder Junge, so schien es. Auf Pränataldiagnostik hatten die Eltern verzichtet, weil sie ihnen zu gefährlich war.
Nach 6 Monaten konnte Jonas immer noch nicht sitzen und greifen wie Kinder im gleichen Alter. Ein halbes Jahr später fragte Bruckners Mutter, warum der Kleine kaum stehen könne. Kurz darauf saßen die Eltern bei einer Ärztin. Jonas krabbelte durchs Zimmer. Die Ärztin schaute zu und sagte, Jonas hat eine Bewegungsstörung. Erst Jahre später sollte sich herausstellen, dass Bruckner einen seltenen Gendefekt hat, der ihr Zittern verursacht. Und dass Jonas ihn geerbt hat. Bruckner, die meist im Rollstuhl sitzt, hat nun einen Sohn, der meist im Rollstuhl sitzt. Ihr Partner Martin kommt hin und wieder zu Besuch. Die beiden hatten sich entschieden, nicht zusammenzuziehen. Sie wollten eine Liebesbeziehung führen, keine Pflegebeziehung, sagt Martin. Jeden Morgen um 6:30 weckt eine Pflegerin Jonas, hilft ihm beim Anziehen, macht ihm Müsli, bringt ihn zum Taxi, das ihn in die Schule fährt. Und um 9 wird Bruckner geweckt, gewaschen, frisiert. Oft, wie heute, sehen sich Mutter und Sohn erst am Abend. Es ist später Nachmittag. Bruckner ist zurück von ihrem Beratungstermin, zurück auf dem Sofa und müde. Die Tränen, die Wut, die schlechten Gedanken, all das hat sie ausgelaugt. Der neue Pflegeplan steht, in wenigen Tagen soll er beginnen. Dann sind wir am Ziel, sagt die Pflegerin. Und ich bin reif für die Klapse, sagt Bruckner. Kurze Zeit später kommt Jonas von der Schule. Ein kleiner Junge, breites Lachen, braunes, gewelltes Haar. Er schiebt seinen grünen Rollstuhl auf die Terrasse, betritt auf wackligen Beinen die Wohnung, stolpert in Richtung Fernseher und schaltet ihn ein. Ein Junge wie jeder andere, während da nicht das ständige Zucken, die häufigen Stürze und der Speichel, der ihm aus dem Mund fließt. Bruckner betritt das Wohnzimmer und strahlt über das ganze Gesicht, als sie ihren Sohn zum ersten Mal an diesem Tag erblickt. Sie nimmt ihn in den Arm. »Hallo, mein Großer. Wie war die Schule?« »Gut«, murmelt Jonas. Bruckner weiß, dass das nicht stimmen muss. Erst gestern hatten sie ihren Sohn von der Mittelschule abgemeldet. Jonas ist in seiner Klasse das einzige Kind mit Behinderung, braucht dort ständig einen eigenen Betreuer, fühlt sich nicht angenommen und wird gemobbt. Einmal sagten seine Mitschüler, Behinderte hätten keinen Penis. Da zog Jonas die Hose runter. Im kommenden Schuljahr wird Jonas auf eine Schule für Menschen mit Körperbehinderung gehen. Bruckner sagt, dass sie das traurig macht. Vielleicht, weil Jonas ein Teil ihres Kampfes gegen die Ausgrenzung ist. Dass er die Schule wechselt, ist für sie eine Niederlage. In der Wohnung zieht Jonas seine Knieschoner an. Er will Fußball spielen. Dabei fällt er oft. Jonas nimmt den Ball aus der Zimmerecke. Die Pflegerin begleitet ihn nach draußen, um mit ihm zu spielen. Bruckner kann das nicht. Sie kann so vieles nicht. Sie kann Jonas kein Frühstück machen und kein Pausenbrot. Sie kann ihn nicht zur Schule bringen und nicht ins Bett. Sie kann ihn nicht anziehen und nicht am Arm packen, wenn er frech ist. Ist Maria Bruckner eine schlechte Mutter? Sie sagt, dass sie Jonas tadeln kann, wenn er etwas Falsches tut. Dass sie ihn, als er kleiner war, immer auf dem Schoß hatte, wenn sie mit dem Rollstuhl fuhr. Und dass sie ihm Wärme geben kann und Werte. Bruckner glaubt, dass jede Frau ein Recht darauf hat, Mutter zu sein, auch wenn sie eine Behinderung hat. Dass die Gesellschaft in der Pflicht steht, diese Frauen zu unterstützen. Und dass sich der Wert einer Mutterschaft nicht daran bemisst, ob das Kind krank ist oder gesund. Bruckner sagt, es ist einfach schön, ein Kind zu haben. Ihr Partner Martin sagt, was wäre das für eine Gesellschaft, wenn wir alle perfekt wären. Es ist 7:30. Jonas ist zurück, erschöpft vom Fußballspielen, gewaschen von der Pflegerin. Er trägt seinen Schlafanzug, sitzt neben seiner Mutter auf dem Sofa und erzählt von einem Gespräch, das Jonas vor Jahren mit Freunden hatte. Die hatten sich gegenseitig gefragt, ohne was
könntest du nicht leben. Für die Freunde waren es ihre Lieblingsserien. Und für Jonas seine Mutter. Als Bruckner die Geschichte zu Ende erzählt hat, lächelt sie und sagt, so eine schlechte Mama kann ich also gar nicht sein. Streng, aber liebevoll, flüstert Jonas und nickt. Bruckner gibt ihm einen Kuss auf die Wange und blickt ihm in die Augen. Die sind blau. Es sind die Augen seiner Mutter. Ja, Matthias Bolsinger vollbringt durch seine Reportage Mama eine beachtliche journalistische Leistung, wie wir fanden. Der Text eröffnet uns Lesern den Blick in eine Welt, die der Öffentlichkeit normalerweise relativ entzogen ist. Er widmet sich einer Mutter mit Behinderung, die ein Kind mit Behinderung zur Welt bringt und bringt damit gleich die ganz großen Fragen auf. Wann ist ein Leben lebenswert? Welche Verantwortung haben Menschen mit Behinderung? Und wie ist ihr Status eigentlich in unserer Gesellschaft? Er zwingt den Leser dabei zum Nachdenken, ohne selber dabei zu werten. Seine Sprache ist kreativ, stellenweise grenzt er an Poesie. Und eine ganz besondere Auszeichnung fanden wir, verdient die Leistung des Autors, überhaupt so nah an die Protagonistin und ihre Emotionen rangekommen zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Nicht so im Dunkeln übergeben. Herzlichen Glückwunsch. Matthias, wir waren in der Jury, das ist ja gerade in der Begründung auch nochmal rausgekommen, sehr beeindruckt, wie dicht du an die Protagonistin rangekommen bist. Wie hast du das Vertrauen von Frau Bruckner gewonnen? Ja, gute Frage eigentlich. Also es war eine sehr offene Frau, die ich da getroffen habe, die sehr gerne über alles geredet hat. Das war schon mal einfach ein großes Glück. Es waren auch die Umstände. Ich habe sie kennengelernt über ein Netzwerk, das Frauen mit Behinderung berät und die einen Kinderwunsch haben. Und ich glaube, es war einfach auch der Tag, den wir gemeinsam verbracht haben. Ich kam einfach an, wir haben einfach mal geredet, wir sind gemeinsam durch die Stadt zu diesen Beratungsterminen. Wir mussten teilweise einen Rollstuhl für sie tragen, weil natürlich wieder irgendwelche Rolltreppen ausgefallen sind bei U-Bahn und so weiter. Es war einfach, wir konnten uns gut kennenlernen und auch miteinander reden und die ganz harten Fragen, glaube ich, erst am Ende besprechen. Und es war ganz gut, also ich hatte auch einfach viel Glück, würde ich sagen. Also wie lange hast du sie begleitet? Wie viel konntest du mitbekommen vom Familienleben? Es war ein ganzer Tag. Und ich hatte natürlich vorher mit ihr telefoniert, aber wie ein Text auch rauskommt, ist ein bisschen schwierig dann mit Telefonaten vorher, weil die Frau einfach sehr langsam spricht und sehr undeutlich und da kann man in 5 Minuten eigentlich fast gar nicht besprechen. Und es war ein Tag, ich konnte einfach den ganzen Tag mitgehen und durfte dann nachmittags einfach sehen, wie die Familie so lebt, beziehungsweise ja, die Frau mit Pflegerin, mit Lebenspartner, der manchmal zu Besuch kommt und eben mit dem Sohn. Okay, das heißt also, du hast den Vater des Kindes, hast du auch kennengelernt? Der kam vorbei, das war gar nicht geplant. Der kam, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war oder nicht. Also er kam vorbei und ich konnte auch sehen, wie er mit seinem Sohn umgeht und ich weiß nicht, wie es jetzt im Text rüberkommt. Er hat natürlich auch gesagt, ja, er lebt jetzt nicht vor Ort, weil sie keine Pflegebeziehung führen möchten. Ich weiß es nicht. Ich konnte es natürlich nicht überprüfen. Ich muss es jetzt einfach mal so stehen lassen. Aber es war eine sehr eigene Art von Familie, die ich irgendwie sehr rührend fand. Also es gab einige Szenen, wie der Sohn irgendwie sich von seinem Vater hat messen lassen, wie groß er ist. Aber es war einfach schwierig, weil er so wackelig auf den Beinen ist und so weiter. Es war ein sehr liebevoller Umgang alles. Es war beeindruckend. Was wir jetzt bei deinem Text auch gemerkt haben, ist, du bist wirklich sehr neutral praktisch auch an die Sache rangegangen. Du hast nicht großartig gewertet. Wie ist deine persönliche Haltung denn zu dem Thema jetzt auch durch diese Begegnung? Ist das,
was Frau Bruckner macht, ihr gutes Recht oder ist es vielleicht sogar verantwortungslos? Also ich glaube, man muss erstmal differenzieren, dass das eine Frau war, die jetzt nicht vor der moralischen Entscheidung stand. Also sie wusste ja nicht, dass sie ein behindertes Kind zur Welt bringen wird. Insofern muss man da, glaube ich, mal differenzieren. Prinzipiell von der Theorie her würde ich sagen, absolut. Also wir würden, glaube ich, einen doppelten Maßstab anlegen, wenn wir sagen würden, dass jedes Leben lebenswert ist, aber das Leben eines behinderten Kindes und die Mutterschaft einer behinderten Frau ist nicht gleichermaßen wert. Und deswegen würde ich sagen, dass wenn wir sagen, wir sind eine liberale Gesellschaft, die sowas auch ja, haben möchte, dann muss man auch konsequent sein und alle Möglichkeiten bereitstellen, damit auch solche Frauen Kinder haben können. Auch wenn es irgendwie für viele hart sein mag, das auszuhalten, ich weiß es nicht. Gab es eine Reaktion von Frau Bruckner oder von ihrem Umfeld auf deinen Text? Die hat den Text noch nicht gelesen, sie hat die Zitate bekommen, aber sie wird ihn noch lesen. Ich weiß nicht, ob er ihr in jedem Satz gefällt, ich weiß es nicht, aber ja. Noch. Das ist, glaube ich, meistens so, wenn man sich selber irgendwie wiedererkennt und vielleicht sieht, wie man auf andere wirkt, dann ist es meistens auch ein bisschen unangenehm. Ich denke mal, nach diesem Preis kannst du ihr den aber auch guten Gewissen schicken. Ich hoffe. Herzlichen Glückwunsch nochmal und vielen Dank. Danke. Danke dir. Wir kommen jetzt zum ersten Preis und jetzt wird es politisch. Politisch im engeren Sinne. Es war ja vorher auch schon bei den anderen beiden Texten politisch, gesellschaftspolitisch vor allem. Aber jetzt wird es parteipolitisch. Der erste Preis des Reportagepreises für junge Journalistinnen und Journalisten geht an Robert Pausch für einen Tagesspiegeltext. Robert Pausch. Arbeit am Malocha hieß er, das fiel mir gerade nicht ein. Man sollte sich alles aufschreiben vorher. Robert Pausch, ein Text, der vor der Landtagswahl in NRW spielt, aber wir werden jetzt gleich sehen, er ist immer noch sehr aktuell, auch am heutigen Tag noch. Ich bitte wieder Sabina Schaller auf die Bühne, die uns den Text vortragen wird und sie wird uns mitnehmen jetzt ins Ruhrgebiet und danach wird Markus Feldenkirchen für die Jury begründen, warum wir den ersten Preis an Robert Pausch verleihen. Ja. Arbeit am Malocha von Robert Pausch, erschienen im Tagesspiegel. Sie waren Genossen, Freunde, Aufrührer und vereint im Kampf gegen Essenz-SPD-Elite. Dann ging der eine unter Tränen zur AfD. Vor der NRW-Wahl versuchen nun beide, Klarheit zu schaffen. Wem können die kleinen Leute noch vertrauen? Der 1,90 Meter Mann ächzt, als er den Grill in den Kofferraum seines Wagens wuchtet. So ein Pisswetter. Dicke Tropfen platschen auf Guido Reils Kopf, ziehen Schlieren auf seine Brille. Jetzt noch die Bratwürste, die Gasflasche, die Bierfässer. Er blickt auf und grinst. Aber wir sind ja eine Arbeiterpartei. Malocho gehört da dazu. Eine halbe Stunde später steht Reil am Frintrupper Markt, ganz im Westen von Essen. Ein eisiger Wind fegt durch die Straßen. Nur hin und wieder kommen Passanten vorbei. Würstchen? Pilz? Ruft Reil ihn hinterher. Seine rechte Hand vergräbt er in der Hosentasche. In der linken hält er einen blauen Schirm gegen den Wind. Darauf ein roter Pfeil. Das Parteilogo der AfD. Ein paar Tage später und einige Kilometer weiter nördlich sitzt Stefan Duda auf einer Holzbank vor dem Vereinsheim des FC Karnap und blinzelt in die Sonne. Der Guido und ich, sagt er, wir waren schon ein tolles Team. Er angelt eine Zigarette aus seiner Jackentasche und schiebt sie sich zwischen die Lippen. Aber wir Sozialdemokraten müssen den Leuten zeigen, dass die AfD keine Alternative ist. Hinter dem Clubhaus spielt die C-Jugend des FC Karnap. Eltern schimpfen von der Seitenlinie. Kommandos schallen über den Platz.
Starkstromleitungen zerschneiden den Frühlingshimmel über dem Fußballfeld. Guido und ich sind damals durch die Scheiße gegangen. Duda blickt dem Rauch seiner Zigarette nach. Aber heute erkenne ich ihn nicht wieder. Damals. Was klingt wie eine Ewigkeit, liegt bei Guido Reil und Stefan Duda erst gut ein Jahr zurück. Sie waren Widerständler, Genossen, Freunde. Gemeinsam kämpften sie gegen die Parteioberen der Essener SPD. Zwei Aufrührer aus dem Norden, die sich nichts sagen ließen. Heute kämpft jeder seinen eigenen Kampf. Aus den Freunden von einst sind die Rivalen von heute geworden. Ihre Geschichte ist ein Lehrstück über Politik in Nordrhein-Westfalen, über rechte und linke Kümmerer, Pragmatiker und Populisten, über Enttäuschungen und Wut. Es geht um die Frage, wen die sogenannten kleinen Leute zwischen Rhein und Ruhr vertrauen, ob die SPD ihr Stammland verteidigen kann und darum, wer sich nach der Landtagswahl im Mai als Arbeiterpartei nennen darf. Sozialdemokraten oder Rechte. An einem Freitagabend im März lenkt Guido Reil seinen schwarzen Jeep durch die breiten Straßen im Essener Norden, wo das Ruhrgebiet noch so aussieht wie sein Klischee. Vorbei an der Glashütte, dem dampfenden Schlot der Müllverbrennungsanlage, den Backsteinhäuschen, die sich in der Zechensiedlung eng aneinander schmiegen. Da drüben, sagt er und deutet mit seiner Schaufelhand auf eine geschlossene Kneipe. Da bin ich damals ausgetreten. Guido Reils neues Leben begann vor knapp einem Jahr. Und sein altes endete hier. 26 Jahre war er SPD-Mitglied. 10 Jahre Vorsitzender des Ortsvereins. 8 Jahre Ratsherr in Essen. Biografisch ein Vorzeigesozi. Bergmann, Gewerkschafter, Betriebsrat. Aber immer auch ein Quertreiber, Kritiker, Außenseiter. Einer, der sich schwer tat mit der Kaderdisziplin der Ruhrgebiets-SPD. Geltungssüchtig nennen ihn die einen, unverbogen die anderen. Im Januar letzten Jahres führte Reil seine letzte Revolte an, gemeinsam mit seinem Freund Stefan Duda. Es ging um die Verteilung der Flüchtlinge in der Stadt. Fast alle Unterkünfte sollten im armen Essener Norden errichtet werden, kaum eine im Süden mit seinen mondänen Stadtvillen. Reil und Duda organisierten den Widerstand. Die Sozialdemokraten als Kritiker der Flüchtlingspolitik. Ein Skandal, der die beiden Lokalpolitiker bis in die Wohnzimmer der deutschen Fernsehzuschauer brachte. Höhepunkt war ein Demonstrationsaufruf. Genug ist genug. Integration hat Grenzen. Der Norden ist voll, hatte Stefan Duda auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Kurz darauf trat die Vorsitzende der Essener SPD zurück. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft dekredierte die Absage der Demonstration. Einige Wochen später wollte sich Reil in den Vorstand des Unterbezirks wählen lassen. Als Zeichen der Versöhnung, wie er heute behauptet. Doch die Stimmung war eisig auf dem Parteitag. Die Genossen ließen ihn krachend durchfallen. 4 Tage später fuhr Reil zur Ortsvereinssitzung hier in die Gaststätte in Karnap. Unter Tränen erklärte er seinen Austritt. Er ertrage es nicht mehr, wie sich seine Partei der Realität verweigere. Dass einer wie du geht, der so viel für Karnap getan hat, ist für uns ein Riesenverlust, sagte sein Vorsitzender Stefan Duda. Um den Stefan tut es mir wirklich leid, sagt Reil heute. Wenige Wochen später tritt er in die AfD ein. Nun kämpft er als Landtagsdirektkandidat gegen seine alten Freunde. Jetzt wartet Reil an einer roten Ampel und trommelt auf sein Lenkrad. In seinem neuen Leben hat er viele Termine. Heute hat die Jugendorganisation der AfD zu einer Diskussionsrunde geladen. Während an den Straßenrändern die Grundstücke herrschaftlicher und die Autos teurer werden, erzählt Reil seine Geschichte. Als er als 20-Jähriger zur SPD kam, habe er sich immer an die alten Haudegen gehalten, die Strategen und Machtmenschen. Von denen habe er Politik gelernt.
Nur einmal in seinem Leben war er bei einem Treffen der Jusos. Aber das seien eben Akademiker, Laberköpfe. Ich hatte damals immer so Cowboy-Stiefel an, blonde Strähnen und bin Manta gefahren. Schon klar, dass die mit mir nichts anfangen konnten. Wenn er an die alten Zeiten denkt, grinst Reil. Im Herzen bin ich ja immer noch ein Manta-Fahrer. Doch in der SPD wurden die Manta-Fahrer weniger, die Kortsackos dagegen mehr. Die Partei der Arbeiter wurde zur Partei des öffentlichen Dienstes. Und irgendwann fühlte sich Reil wie ein Dinosaurier, der vergessen hatte zu sterben. Politik für die kleinen Leute, das ist mein Ding, sagt er stolz. Und das mache ich heute eben in der AfD. In der SPD war Reil einer von gestern. In der AfD ist er eine Marke. Wenn er hier im Saal des Restaurants steht, die Schultern rausgestreckt, größer als alle um ihn herum, laufen die Leute einen Umweg, um ihm Hallo zu sagen. Endlich sehe ich sie mal live, begrüßt ihn einer. Reil sonnt sich in seinem neuen Ruhm. Die Aufnahmen seiner Reden sind Hits im AfD-Kosmos. 10.000-fach werden sie geklickt. Wenn er dort ohne Manuskript und mit Ruhrpott-Schnauze drauf lospoltert, wirkt er so, wie die AfD gerne wäre. Laut, derbe, wütend, aber irgendwie ehrlich, der leibhaftige kleine Mann. Doch heute Abend herrscht ein anderer Ton. Es geht um den Islam. Und die Mitglieder der AfD testen ihre Grenzen hier längst nicht mehr aus, sie sprengen sie. Worte wie Umwolkung, Kulturabbruch, Zivilisationsende, Schuldkomplex schießen durch den Raum. Dass der Islam eine faschistische Ideologie sei, ist im Publikum Konsens. Unklar nur, welcher mächtige jüdische Clan nun hinter dem Plan stehe, Deutschland zu islamisieren. Das Grundrauschen der rechten Radikalen. Reil sitzt den Abend recht regungslos auf seinem Stuhl. Hin und wieder guckt er auf sein Handy. Er bestellt 3 alkoholfreie Hefeweizen. Sonst sagt er nichts. Was er sich wohl denkt in dieser Runde? War schon interessant, sagt er nachdenklich. Er zögert. Aber eigentlich glaube ich ja, dass die meisten Muslime hier einfach friedlich leben wollen. Reil wettert selbst gern gegen den Islam. Er hantiert dann mit falschen Zahlen, verdreht Fakten, pauschalisiert, pöbelt. Jetzt aber sagt er, dass die Christen ja auch mal Barbaren waren. Und man spürt, dass ihm das alles nicht recht behagt. Der Weltuntergangspathos, der keifende Zorn seiner Parteifreunde. Doch kurz darauf redet er wieder davon, dass die AfD auf dem besten Weg zur Volkspartei sei, die einzige Alternative. Guido Reil ist frisch verliebt. Irritationen kann er da nicht gebrauchen. Auf dem politischen Aschermittwoch der Essener SPD erinnern sich alle noch an unseren Guido. Er habe sich verändert, sagen Leute, die ihn gut kennen. Sei härter, enthemmter geworden. Rund 400 Genossen drängen sich heute Abend im Saal der Stauder Brauerei an Biertischen zusammen. Es riecht nach Aftershave, Pilz vom Fass und den Frikadellen aus der Küche. Auch Stefan Duda ist da. Die Rebellion des vergangenen Jahres hat er gut überstanden. Er ist wahrlich kein Ausgestoßener. Unzählige Schultern klopft er an diesem Abend, prostet den Genossen zu und lacht sein donnerndes Lachen. Die Wortwahl bei dem Demoaufruf war Mist. Das habe ich auch schnell eingesehen, sagt er heute. Aber uns ging es ja nicht darum, was gegen die Flüchtlinge zu machen, sondern für den Essener Norden. Und gehört werde man eben nur, wenn man ordentlich Radau macht. Solange das Zeltdorf mit 700 Einwohnern in Karnap stand, engagierte sich Duda in der Flüchtlingshilfe. Gemeinsam mit Reil saß er am runden Tisch, ging mit den Jungs aus der Unterkunft Fußball spielen. Jetzt erzählt er von den Fortbildungsprogrammen, den Deals mit der örtlichen Industrie, die sie ausgehandelt haben, um die Flüchtlinge in Arbeit zu bringen.
Gut, sagt er. Wir haben jetzt nicht nur die Ärzte bekommen, aber die Frage ist doch, was können wir jetzt tun? Für die SPD ist der Stefan ein Geschenk, sagt auch Guido Reil. Nicht ohne Stolz, dass er Duda damals mit in die Partei holte. Und es stimmt. Duda ist ein Nimmermüder. Einer, der erst zufrieden ist, wenn er anpacken kann. Vorsitzender der Kleingärtner, Vorsitzender der Fußballer, Vorsitzender der Sozialdemokraten. Dazu Beruf und Familie, ein Funktionär wie aus dem sozialdemokratischen Bilderbuch. Dass er mal den Aufrührer gab, wirkt heute wie ein Versehen, ein Bruch in der Erzählung. Doch steht ein Pragmatiker wie Duda nur für die halbe Wahrheit der SPD im Ruhrgebiet. Wenn man sich umhört im Saal der Stauder Brauerei, erzählen viele, dass sie ihrer Parteiführung misstrauen, Merkels Flüchtlingspolitik für einen Fehler halten. Sie selbst, sagen sie dann, würden den Flüchtlingen ja helfen, ihnen Deutschunterricht geben oder als Handwerker einspringen. Aber dennoch hätten sie Angst, dass die vielen Neuen die alten Probleme noch verstärken. Sie fühlen sich ungehört, missverstanden und von den Parteioberen als Rechte abgestempelt. Wir haben es doch auch nicht leicht, ruft einer irgendwann empört. Jemand wie Reil ist das Produkt dieser Stimmung. Nur eben radikalisiert, auf die Spitze getrieben. Fleisch vom Fleische der SPD. Und darum eine Gefahr. Kümmern, sorgen, Dasein. Das war das Versprechen der SPD im Ruhrgebiet. Das politische Prinzip, aus dem sich alles Weitere ergab. Aber immer mehr Mitglieder und Wähler haben ihr Urvertrauen verloren, dass die Genossen das schon regeln. Früher hat Guido Reil diese Zweifel zerstreut. Heute sät er sie. Dabei ist er auch ein Kümmerer, eigentlich. Wie ein stolzer Peneler zählt er seine Erfolge als Ratsherr für Karnap auf. Von den trockengelegten Kellern bis zur Schaukel auf dem Spielplatz. Noch heute fährt er mit dem Bus der Arbeiterwohlfahrt Rentnerinnen zum Einkaufen. Einer von hier, einer, der hilft. Reil ist Jahrgang 1970. Viele aus seiner Generation sind aufgestiegen. Aus den Facharbeiterkindern sind Ärztinnen und Juristen geworden, die aus den Arbeitervierteln rasch wegzogen und sich bald schämten für das ungehobelte Deutsch, das ihre Eltern sprechen. Reil dagegen ist heute noch dort, wo schon sein Opa war, auf Pütt, wie er sagt, Bergmann, Arbeiter. Er ist stolz darauf, seine Herkunft nie verraten zu haben und für seine Leute einzustehen. Und man versteht Reils Frust, wenn er schimpft, dass in der SPD nur noch die was werden, die mal irgendwas studiert haben. Es stimmt. Lebenswege wie seiner sind rar geworden in der Sozialdemokratie. Aber der Kümmerer Guido, der nicht lang redet, sondern macht, ist immer mehr zum Empörungsunternehmer geworden. Er schimpft jetzt mehr, als dass er anpackt. Wütend sein ist sein Geschäftsmodell. Immer wieder ist er mit Fernsehteams durch Karnap gefahren, immer wieder zum Marktplatz, zu dem einen Haus im Ort, wo die Fenster im Erdgeschoss zugenagelt sind. So sieht das hier aus, hat er dann in die Kamera gesagt und geschimpft auf die Politik, die nichts tut, und seine alte SPD, die das Revier verkommen lässt. Immer derber, immer hemmungsloser. Die Karnaper fanden das erstmal gut, aber irgendwann ging es ihnen auf die Nerven. Wir sind doch keine Asozialen hier, haben sie gesagt. Und während Reil immer wütender wird, wird Stefan Duda immer nüchterner. Dass die beiden Freunde vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam rebellierten, dass sie ähnlich dachten und sprachen, heute wäre kaum daran zu denken. Wenn Duda durch Karnap läuft, die Hände in den Taschen seiner Lederjacke, erzählt er von den vielen kleinen Erfolgen. Hier ein neuer Spielplatz, dort endlich neue Parkplätze und weiter hinten hoffentlich bald ein Trimmlichtpfad im Park. Mit gemächlichen Schritten spaziert er die Hauptstraße entlang, vorbei an einer meterhohen Seilscheibe der alten Zeche, die an 100 Jahre Bergbau in Karnap erinnert, Richtung Marktplatz. Tja,
stöhnt Duda. Ich kann ja verstehen, dass der Guido solche Geschichten braucht. Er dreht sich einmal im Kreis, zeigt auf die frisch gestrichenen Fassaden, das Café gegenüber. Aber schauen Sie sich mal um, sonst ist doch alles picobello hier. Aus den Mitstreitern von früher sind nicht bloß Widersacher geworden. Das vergangene Jahr hat sie in entgegengesetzte Rollen gewiesen. Ankläger und Verteidiger, Beschwichtiger und Scharfmacher. Lange Zeit schien es, als trügen Wut und Frustration Leute wie Reil von Erfolg zu Erfolg. Doch seit Martin Schulz Kanzler werden will, hat sich etwas verändert. Die Sozialdemokraten haben Mut geschöpft. Und sie haben das Kümmern wiederentdeckt. Zumindest als Pose, als Verheißung. Allein glaubt man es ihnen? Im Kampf um das Ruhrgebiet wird diese Frage entscheidend sein. Guido Reil steht auf Platz 26 der Landesliste. In den Landtag schafft er es nur, wenn die AfD auf mehr als 10% kommt. Und darum wird er in den nächsten Wochen wieder an seinem Stand stehen, Würstchen verteilen und auf die Genossen schimpfen. Stefan Duda wird auch da sein, auch er mit Würstchen, und erzählen, dass vieles gerade besser wird. Hier in Karnap, im Essener Norden, wo jeder der beiden nun für sich allein kämpft. Und für die Laudatio jetzt hier ein echter SPD-Kenner, Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Danke. Ja, also wir haben auch in der Jury lange zusammengesessen und uns eine Laudatio überlegt, dann auch noch wochenlang dran gefeilt. Ich möchte Ihnen einfach persönlich sagen, was mich an diesem Text so interessiert hat und begeistert hat. Ich mache sowas ja auch beruflich, politische Reportagen, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir in der Hauptstadtredaktion des Spiegel, ich glaube so März, April, beisammen saßen mit diversen Kollegen und genau über das Thema uns unterhielten und fragen, wie kriegen wir das in eine gute Geschichte, nämlich, dass die AfD nicht nur eine Herausforderung für Angela Merkel und die Union ist, damals war es noch nicht ganz so klar wie heute nach dem Ende der Bundestagswahl, aber damals halt schon, sondern eben auch eine Belastung für die SPD. Und wir haben wahnsinnig viel hin und her überlegt, auch recherchiert. Wir haben dann sogar eine Geschichte gemacht. Ich muss nur sagen, hätten wir die im Angebot gemacht, die hätte ich sehr, sehr viel lieber gemacht. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Stefan Reil ist auch zum damaligen Zeitpunkt als Figur einer, der heraussticht, durchaus bekannt gewesen. Er war oft im Fernsehen. Sie zitieren es ja selbst, dass er mit Fernsehteams da durch Karnap und den Essener Norden gefahren ist. Ich glaube, er war auch bei Markus Lanz. Also den kannte man. Aber die ganze Geschichte, indem man den Freund, Herrn Duda, dazu nimmt, mit dem er auch diesen Aufruf, der tatsächlich auch bundesweite Öffentlichkeit damals erreicht hat, auch auf mich damals verstörend wirkte. Was sind denn das da für komische Fremdenfeinde im Essener Norden? Sie haben dieses Freundespaar genommen und aus meiner Sicht etwas ganz Großes damit gemacht. Es gibt einen Satz in der Geschichte, der definitiv nicht stimmt, der falsch ist, dass das ein Lehrstück über Politik in NRW ist. Aus meiner Sicht ist es was viel Größeres, zeigt hier quasi in einer Nussschale eine sehr viel größere Entwicklung eines Auseinanderdriftens, nicht nur von Parteien, Parteifreunden, sondern letztlich auch von großen, von wichtigen gesellschaftlichen Milieus. Und deshalb, ich weiß nicht genau, wann es erschienen ist, im Mai, für mich schon eine sehr große Erklärung geliefert hat für das, was das politische Jahr 2017 uns so gebracht hat. Und
persönlich als Leser gefiel mir auch diese Mischung aus Heiterkeit, indem sie uns da wirklich mit reinnehmen. Hat natürlich ganz viel lustige Sachen, nicht nur, wenn er über die Cowboy-Stiefel redet, und dann aber gleichzeitig diese große Tragik. Also man lacht oft und trotzdem ist eine sehr tragische Geschichte. Und da wir bei diesem Preis ja auch nicht nur spektakuläre Themen, sondern auch die Art und Weise, wie es aufgeschrieben ist, prämieren wollten, kann ich auch da nur sagen, wirklich ein sehr gutes Gespür für Dramaturgie, nicht nur in der Gesamtanlage der Geschichte, sondern auch in den einzelnen Absätzen, den Szenen, den analytischen Passagen, alle mit einer kleinen Mini-Dramaturgie versehen. Ich habe jetzt neulich nochmal nachgeguckt, Herr Reil war dann nicht nur bei der Landtagswahl Direktkandidat, sondern auch bei der Bundestagswahl. In Karnap hat er, glaube ich, 26, noch was Prozent als mit der Erststimme als örtlicher Kandidat geholt, im Essener Norden insgesamt 15%. Damit ist er zum Glück nur Dritter geworden, aber Sie völlig verdient Erster. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Viel Diskussionsstoff, glaube ich. Stell dich vielleicht etwas mehr hier hin, dann können die anderen dich auch sehen. Ich versuche es mal zu Anfang erstmal kurz runterzubrechen. Und zwar mit der Sportreporter-Frage. Wie hat sich das angefühlt, eine Recherche unter AfD-Leuten? Das ist jetzt ja irgendwie nicht Nordsyrien oder so. Also von daher würde ich sagen, das ist schwierig dort. Man kennt das ja auch von vielen Kollegen, die da viel mehr zugemacht haben. Man wird dort irgendwie kritisch hinterfragt, mehr oder weniger freundlich. Gerade diese Szene da bei der Parteijugend, als die dort dann fragten, wie das mit den Rothschilds sei und ob die das jetzt steuern würden und ich mir das notierte, dann merkten sie natürlich, dass das jetzt ein Problem ist, wenn der Journalist aufschreibt, ob dort jüdische Clans dahinter stecken. Und dann wurden sie sehr ungehalten und dann musste der Referent unterbrechen, weil es eine längere Diskussion gab, ob man mich jetzt rausschmeißt. Also sowas ist dann eben normal. Gleichzeitig ist der Reil ja irgendwie ein ganz vernünftiger Kerl, mit dem man reden kann. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie, also nicht mein Freund in politischen Dingen, aber man kann mit ihm ganz vernünftig reden und von daher ist es sowohl als auch wie immer. Ist das so ein bisschen typisch deiner Beobachtung nach, dass das ja doch eigentlich ganz äußerlich erstmal vernünftige Leute sind, die dann aber doch teils recht unglaubliche Sachen vertreten? Ist das so das Gefährliche an der Entwicklung? Ich glaube, das ist schwer zu verallgemeinern. Ich glaube, Reil ist steht für nicht viel in der Partei. So Typen wie ihn gibt es da wenige. Sie wollen es zwar verkaufen, als sei eben Reil jetzt der Beleg für einen ganz großen Trend und alle Leute, alle irgendwie mit so ein bisschen proletarischem Habitus würden da jetzt hinströmen. Das ist ja erstmal nicht so. Darum ist er aber gleichzeitig auch sehr wichtig für die Partei, ihn hochzuhalten. Mal schauen, wie wichtig er jetzt noch wird, wenn sich da die Führungsriege neu aufstellt. Er will zumindest, ich habe neulich mit ihm nochmal gesprochen, er will mehr. Mal schauen. Also er ist auch weiterhin an Öffentlichkeit interessiert. Ich glaube, er hat seitdem keine mehr bekommen. Es war ja seine kurze Hochphase da vor der Landtagswahl und in diesen Monaten. Ich glaube, dass solche Leute wichtig sind und gleichzeitig auch ein Problem für uns natürlich, weil die eine gewisse Sogwirkung in diese Milieus rein haben. Darum sind sie natürlich, wie ich es geschrieben habe, auch eine Gefahr, gerade für die SPD. Aber ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist nicht so, dass man sagen kann, die sind alle so wie Reil oder das sind alles eigentlich ganz vernünftige Leute, sondern da gibt es Vernünftige und Verrückte. Genau. Jetzt ist ja der Text im Mai, glaube ich, erschienen. Das ist noch nicht so lange her, aber seitdem ist ja einiges passiert. Der Bundestagswahl liegt Martin dazwischen. Schulz ist zum Beispiel nicht mehr wichtig. Ne? Ja. Auch das ist passiert und die AfD ist mit knapp 13% jetzt im Bundestag vertreten. Wie würdest du die politische Lage jetzt beschreiben als Reporter? Schwierig. Also ich glaube, das wird jetzt natürlich alles im Parlament sehr viel lauter werden. Das wissen ja eigentlich alle. Gleichzeitig
ist es halt jetzt so. Also wir haben es in allen europäischen Nachbarländern schon seit Jahren so, jetzt sind wir auch dran. Das wird schwierig, aber man kommt eben nicht drum rum. Man muss sich jetzt mit denen auseinandersetzen, es hilft nichts. Sie sitzen mit fast 90 Abgeordneten im Parlament, sogar mit 91, ne? Aber genau, also von daher wird da kein Weg dran vorbeiführen, sich mit denen auseinanderzusetzen, auch wenn eben da zahlreiche Verrückte dabei sind, wie wir ja alle wissen. Ich glaube, 91 war die ursprüngliche Zahl, das werden jetzt ja so nach und nach weniger. Ne? Also die treten ja jetzt alle aus der Fraktion aus. Doch, alle noch nicht. Alle noch nicht, genau. Wie lässt sich diese Kluft, die sich da aufgetan hat, du hast jetzt eine Kluft beschrieben, auch innerhalb der SPD, innerhalb des quasi alten Parteienspektrums, aber es gibt ja auch eine Kluft zwischen vielen Leuten und auch den Medien, den etablierten Medien. Wie lässt sich die Kluft überbrücken? Wenn ich das wüsste. Also ich bin froh, gerade kein Parteistratege sein zu müssen, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Ich glaube, es ist tatsächlich sauschwierig, weil diese Dinge ja alle tiefer liegen. Man kann dann sagen, man muss mit den Leuten reden. Das ist, glaube ich, richtig. Da liegt ein wichtiger Schlüssel darin, aber das hilft natürlich auch manchmal einfach nicht mehr. Also wenn in Sachsen die über 30% sind, dann reden wir ja auch nicht mehr von irgendeiner Minderheit, sondern also von, es ist noch eine Minderheit, aber eine sehr große Minderheit. Und der Frust, die Wut, der Rassismus, das ist ja was, was man nicht innerhalb von wenigen Tagen lösen kann. Und so eine Kluft, die würde man gerne schließen. Aber ich glaube, man muss da jetzt tatsächlich relativ realistisch und auch nüchtern an die Sache rangehen und sagen, das Phänomen wird bleiben. Die Frage ist nur, wie man es irgendwie so hinkriegt, dass es nicht immer größer wird und dass es möglichst wieder in Richtung 5% geht. Aber das ist ja nicht in direkter Linie meine Aufgabe als Journalist, sondern da sind ja andere für verantwortlich, zum Glück. Bist du da als Reporter an dem Thema jetzt noch dran, an der AfD? Ja, klar, genau. Also das habe ich schon länger immer mal wieder gemacht, mache ich jetzt immer noch und es macht zwar jetzt keinen besonders großen Spaß, aber ich glaube, es ist dann trotzdem wichtig. Und außerdem, also es ist auch, finde ich, dann tatsächlich nicht so schlimm. Also ich finde immer, wenn man da mit den Leuten erstmal spricht, mit so jemandem wie Reil, das ist okay. Also der Duda und der man Reil... Man muss sich nachher nicht waschen, meinst du? Nee, überhaupt nicht. Also mit dem konnte ich auch ein Bier trinken und es ist alles okay. Nur wenn die halt mit 15 Leuten da auftauchen, dann haben die natürlich auch eine ganz andere Gruppendynamik, die dann für einen Reporter schnell schwierig werden kann, weil man dann irgendwann da raus muss eben. Okay, also doch ein kleines bisschen was von Kriegsreporter, Krisenreporter. Ja, ach nee, überhaupt nicht. Man kommt da raus. Also die werden nicht handgreiflich. Auch ohne Helm, ja. Okay. Ja. Du bist gerade Journalistenschüler. Ja. Wir haben jetzt vorhin gehört, Print ist vielleicht bei manchen nicht mehr so angesagt. Wo strebst du hin? Zum Print. Okay, ich finde das ein super Schlusswort. Haben wir auch nochmal für Print gesprochen heute Abend. Danke dir und herzlichen Glückwunsch. Bleibt mir nur noch übrig, Danke zu sagen, dass ihr und sie heute Abend hier wart, dass ihr euch das angehört habt. Kann euch dazu aufrufen, gleich weiter auch darüber zu diskutieren, was wir hier eben auf der Bühne schon andiskutiert haben. Ich möchte Danke sagen in Richtung der Böll-Stiftung. Annette Mendel, Michael Stunjenko haben da dieses Projekt vor allem wieder betreut, hat sehr viel Freude gemacht, die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken bei unserem Medienpartner, dem Spiegel, heute Abend vertreten durch Markus Feldenkirchen. Und möchte mich auch bei allen Jurorinnen und Juroren bedanken, die dafür ja auch Zeit geopfert haben, um an diesem Projekt auch mitzuwirken. Also auch vielen Dank dafür. Und ansonsten auch allen weiteren Mitwirkenden, Sabine Schaller war auf der Bühne, Georg und Bjarne haben die Technik verantwortet, Stefan die Fotos gemacht und einige weitere habe ich noch vergessen. Herzlichen Dank an alle und
jetzt lade ich euch ein. Unten im Erdgeschoss gibt es was zu essen, was zu trinken und hoffentlich auch spannende Gespräche. Dankeschön.